Hallo Leute und willkommen zurück hier bei Mafia 2. Das hat ja in der letzten Folge nicht so gut funktioniert. Ja. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei ist. Ja, quatscht ihr mal weiter, das kennen wir ja schon. Tja, das mit dem Laden ausrauben hat nicht so optimal funktioniert in der letzten Folge. Dann hat mich auch noch die Polizei später beim Autos verschrotten erwischt. Und ich denke, ich werde jetzt tatsächlich einfach nur die Autos wegbringen und nicht wieder den Laden ausrauben. So, wir fahren zu Bruski und verdienen dort jetzt hoffentlich genug Geld. Und hoffen, dass uns die Polizei diesmal nicht auf die Schliche kommt. Oder uns erwischt, wobei auch immer. Jo, huch, der ist ein bisschen umgekippt, das tut mir natürlich leid. Ich fahre natürlich hier über die rote Ampel. Der Weg ist jetzt ein bisschen weit dorthin, haben wir in der letzten Folge schon gemerkt. Aber ich werde mir dann natürlich auch wieder versuchen, die Autos zu suchen, die dort irgendwo in der Nähe stehen. Ich suche mal gerade ein anderes Lied. Oh ja, das ist lustig. Das klingt ganz witzig. Was macht ihr zwei da? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, so langsam kann ich auch mal auf einen Kommentar zur vorletzten Folge eingehen. Ich wollte da noch nichts zu sagen, weil ich nicht weiß, ob das hier storymäßig nochmal aufgegriffen wird. Aber ich denke eher nicht. Und einige von euch haben es ja auch in die Kommentare geschrieben. Wie gesagt, das war zur vorletzten Folge. Den Typen, den wir dort im Garten ermordet haben. Ich weiß leider den Namen schon gar nicht mehr. Er wurde auch nur kurz genannt hier. Das ist wohl der Hauptcharakter in Mafia 1. Was ich sehr interessant finde. Gut, wenn man Mafia 1 nicht kennt, dann weiß man das natürlich nicht. Aber viele von euch kennen ja den ersten Teil. Finde ich ganz cool, dass da so eine kleine Verbindung noch besteht. Ach, Taxi, fahr doch mal zur Seite. Dankeschön. Ich habe übrigens auch gelesen, dass welche in die Kommentare geschrieben haben, das Hupen würde gar nichts bringen. Aber doch, das bringt schon was, wenn man halt eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat, dann fahren die Autos schon zur Seite. Nur man kann nicht wirklich einschätzen, ob sie nach rechts oder links fahren und kommt natürlich auch darauf an, wie breit die Straße ist, wie da so die Ausweichmöglichkeiten sind. Versuche ich jetzt mal den anderen Eingang hier zu nehmen. Ich fahre ja immer falsch, wenn wir zu dem Bruski fahren. Heißt der Bruski oder Burski? Bruski, ne? Ich glaube Bruski. Oh, hier rein. Und dann fahren wir einfach mal weiter geradeaus. Ich bin sonst immer hier schon rechts abgebogen. Fahren wir mal hier rein. Ja, bei dem LKW hier vorne bin ich mir nicht sicher, ob der in die Schrottpresse passt. Ich möchte es auch gar nicht ausprobieren, unnötigerweise dann. Ich könnte ja auch mal schauen, ob ich da rein kann, ne? Ob der mir irgendwie was zu sagen hat oder so. Und wir parken erstmal das Auto hier. Gibt ja schon mal ein bisschen Geld. Sehr schön. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz rein. Er sitzt da. Aber ich weiß nicht, ob wir auch mit ihm reden können. Hey, wer kommt denn da? Hallöchen. Hast du einen Job? Sorry, ist gerade nichts da. Ach so. Nee, einen richtigen Job brauche ich nicht. Dann suche ich mal weiter ein paar Autos. Laufen wir jetzt einfach nochmal vorne zur Straße. Und schauen, was wir da so finden. Wir könnten natürlich auch Fahrer aus ihren Autos rausziehen. Aber ich habe mal wieder die Befürchtung, dass uns dann die Polizei dabei erwischt. Und das war es dann. Ich möchte mich hier auch ungern in eine Schießerei mit denen liefern. Es geht ja dann meist ein bisschen nach hinten los. Hier vielleicht?
rechten Auto? Nein. Da auch nicht. So, was ist mit dem, der da steht? Da ist auf jeden Fall ein Polizist. Jo, der läuft der Streife. Ach, das ist ja blöd, ne? Oder ziehe ich hier doch einen raus? Geht natürlich auch. Ich warte jetzt erstmal. Gut, das Polizeiauto fährt weiter. Gut, schlagen wir hier mal die Scheibe ein. Das sollte funktionieren. Ich glaube, 3 oder 4 Mal müssen wir das machen. Ach ja, hier vorne steht ja auch noch einer. Stimmt. Stimmt. So, dann probieren wir es erstmal mit dem. Schauen, wie viel der uns bringt. So, dann nehmen wir den hier. Wie viel haben wir jetzt? 27.000 brauchen wir, okay. Ja, wie gesagt, 1, 2 Autos noch, dann müssten wir das hoffentlich haben. So. Und, reicht es? Das wäre schön. Nein, es reicht noch nicht. Okay, stand da vorne noch eins? Ich glaube, das ist nicht mehr fahrtüchtig. Okay, dann laufe ich jetzt doch mal hier vorne zur Straße und zerre dort irgendjemanden raus, wenn gerade kein Polizeiauto vorbeifährt. Ich glaube, ich kann hier lang. Ich glaube, es geht besser. Was macht der Vogel da? Fliegt das rum? So, wo sind die Autofahrer? Wo seid ihr? Fahrt mal bitte hier vorbei. Du bist gerade ein bisschen zu schnell. Was ist mit dir? Keine Polizei in der Nähe? Aussteigen bitte. Los, Lady. Raus aus dem Auto. Ja, genau. Raus. Raus, raus. Oh Gott. So eine Lady fängt wenigstens keine Prügelei an. Passt das Auto da rein von der Höhe? Ja, ne? Müsste doch eigentlich. Hä, steht da jetzt plötzlich ein neuer, der grüne? Der stand doch gerade nicht da, oder? Ich weiß es nicht. Hallo, ich möchte hier bitte vorbei. Yay, triff dich jetzt mit Joe. Das ist schön. Joe, müssen wir zu dir nach Hause? Du hast genügend Geld gesammelt. Okay. Hier können wir mal das Schloss knacken. Dann fahren wir nicht unbedingt mit einer kaputten Scheibe los. So, und so. Der hier wird wieder super schwer zu steuern sein. Aber gut. Soll erstmal reichen, um jetzt zu Joe zu fahren. Ja, ja, brauchst gar nicht so hupen. Ist alles gut. Na geil, ausgerechnet Polizei vor mir. Biegen aber ab, das ist schön. Weg bitte. Na gut, hier ist jetzt gerade nicht viel Platz. Na, dann warte ich lieber. Was macht ihr zwei da? Oh, das Lied mag ich auch. Ich mag alle Lieder eigentlich. Ich habe da in den letzten Tagen und Wochen schon einige Male
auf YouTube die komplette Soundtrack-Playlist durchgehört. So, hier rein. Wow! Das habe ich nicht gesehen. Stand plötzlich der Hydrant im Weg. Und da stand plötzlich das Taxi im Weg. Also wenn wir gleich mit Joe irgendwo hinfahren, nehme ich aber ein anderes Auto. Wir werden da ja hoffentlich noch einige zur Auswahl haben. Dass der aber auch echt hier wohnen geblieben ist, ne? Gut, er hat sich ja seine Wohnung schön eingerichtet. Schön in Anführungsstrichen. Aber trotzdem, wundert mich. Joe war nicht zu Hause. Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten. Also ging ich noch was essen. Zwei Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. 6 Stunden später. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Joe, was machst du für Sachen? Wo bist du? Ich finde es höchst merkwürdig, dass er sagt, er würde Joe suchen gehen. Aber anscheinend noch nicht auf die Idee kommt, beim Eddie vorbeizuschauen, sodass wir das jetzt machen müssen. Was haben wir denn? Wo ist denn unser schöner... Da ist er doch. Komm, nehmen wir den. So, Falcon war jetzt wo? Ach, da ist ja auch nicht falsch. Okay. Wow, der geht so gut ab, ne? Aus dem Weg bitte. Vito Scaletta ist wieder auf den Straßen. Nein. Oh Mensch, fahr doch. Oh. Wichtige Durchsage. Ey Leute, was macht ihr hier? Was macht denn die Polizei da? Was machen die da? Okay, ich stehe hier gerade ein bisschen blöd rum. Ich möchte hier bitte... Ich komme hier nicht rum. Egal. Oh! Ja. Egal, fahre ich einen anderen Weg. Mann. Ich wollte jetzt vorsichtig schauen, was die Polizei da macht. Manu. Und jetzt habe ich die Radiodurchsage nicht mitbekommen. Mann, schade. Und das schien sowas Wichtiges zu sein. Wow, Polizei. Wuhu. Der geht so gut ab. Ich liebe das. Und er bremst auch so gut. Wir müssen hier rein. Mit so einem LKW möchte ich trotzdem sehr ungern zusammenkrachen. Oh, Polizei. Packen wir mal hier. Ja, ich pass doch auf. Hey, ich habe hier niemanden umgefahren, ja? Ist alles gut. Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tonks. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wär's erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen.
Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Oh, Leute. Ich versuch's mal bei Giuseppe. Der kriegt so einiges mit. Das wird noch so ein Nachspiel haben. Das wird 100 pro rauskommen. Und dann ist der Vito ganz schön am Arsch, wenn man das so sagen kann. So, was hast du jetzt gesagt? Du möchtest zu Giuseppe. Giuseppe war wer nochmal? Ja, wir werden es sehen. Prinzessin Grace kommt mit. Wohin kommt die mit? Weg da! Oh, nein, du brauchst mich hier nicht reinfahren. Du brauchst doch nicht hupen. Wow. Wow! Nein! 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 Ich werde in die Werkstatt fahren müssen. Ach, Mann. Schauen wir mal, ob hier gerade einer auf dem Weg ist. Hier erstmal nicht. Pass mal auf, da vorne ist eine. Ach ja, komm. Könnten wir rein theoretisch mal anhalten? Wo ist denn die genau? Ach, hier. Ja, nehmen wir auch noch mit. Klar, wenn wir gerade schon mal da sind. Ich habe jetzt gar nicht aufs Geld geachtet. Oh Mann, das schöne Auto. Ach ja, das können wir mal locker reparieren. Neu lackieren. Ach ne, komm. Brauchen wir alles nicht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Vorsichtig rausfahren, Vito. Bitte vorsichtig. Und weiter zu Giuseppe. Wo ist Giuseppe? Soll ich mal hier aussteigen? Ach, ist das der... Ah, der ist das. Ja, pass mal auf. Nehme ich das Auto aber mit dahin. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es dann nachher wieder weg ist. Bitte zur Seite. Ja, ich habe dich überhaupt nicht angefahren, ja? Chill mal bitte. So, stell ich das mal hier hin. Giuseppe, mein alter Freund. Ich war schon lange nicht mehr hier. Hier? Ich war noch nie hier. Oder? Hey, Giuseppe. Ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo, Vito. Ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin? Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße! Stimmte was er nicht? Naja, sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Ja, danke schön. Ich glaube, der Joe steckt ziemlich in der Klemme. Ja, es war mir auch ein Vergnügen. Lieber Giuseppe, finde Joe und rette ihn. Ja. Rette ihn? Sagt ja nur auch schon alles. So, dann schauen wir gleich mal eben. Steig schon mal ein. Wo ist er denn? Hier hinten. Finde Joe und rette ihn. Okay. Na, dann wollen wir doch mal schauen. Halte durch, Joe. Wir sind auf dem Weg. Hinter der Polizei her.
Oh, ich hoffe, wir können über die Brücke fahren. Da hätte ich jetzt mal richtig Bock drauf. Oh, Vorsicht. Oh nee, schade. Ich glaube, das mache ich in einer der nächsten Folgen. Einfach mal so zum Spaß mit dem Auto hier. Hey. Oh, hätte ich reinfahren müssen. Egal, fahre ich die nächste. Hier. Okay, packe ich mal hier. Ach, da ist es. Mona Lisa. Okay. Na, da bin ich jetzt gespannt. Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Tag, Leute. Unglaublich. Der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also, dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Bin unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Wir hatten dich gar nicht erwartet. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung. Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Und wo du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen. Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Scheiße! Was geht hier vor, Joe? Die Arschlöcher sind nur kurz pissen. Toll. Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Furz, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich könnte es ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Vito. Was ist hier los? Warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schlitzaugen laufen Amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, mich umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Ich bin zu alt für diesen Mist. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz Ohr. Mr. Vinci, ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir. Joe und ich haben nichts damit zu tun. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist Ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was für ein Jammer. Na endlich. Jetzt aber schnell. Wir müssen was unternehmen. Gut. Vielleicht gibt das Rohr nach. Komm, hilf mir. Allein schaffe ich's nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei.